Könnt ihr euch vorstellen, dass diese beiden Freaks an einem Diebstahl von 4,5 Milliarden Dollar beteiligt sind? I'm a motherfucking beast, living on the coast that's east, don't got bad ease, but I got not news, blah, 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 blah. Ah, fuck! Wahrscheinlich nicht, doch manchmal ist das Leben unwirklicher als ein Film und deshalb schauen wir uns heute an, warum diese beiden wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe im Knast landen können, was Geldwäsche eigentlich ist und woher der Begriff kommt. Viel Spaß! Am Dienstagmorgen verhafteten FBI-Agenten ein Pärchen in New York, Manhattan. Dem 34-jährigen Mann und der 31-jährigen Frau wird vorgeworfen, an einem der größten Diebstähle in der Geschichte der Vereinigten Staaten beteiligt zu sein, dem Diebstahl von Bitcoin im Wert von 4,5 Milliarden Dollar. Aber der Reihe nach, die skurrile Geschichte nahm ihren Anfang bereits vor 5 Jahren. Im Jahre 2016 wurde die chinesische Kryptobörse Bitfinex Opfer eines Hackerangriffs. Ein hochrangiger Mitarbeiter verriet hinterher auf der Plattform Reddit, dass insgesamt 119.756 Bitcoin gestohlen wurden, was damals nur einem Wert in Höhe von 72 Millionen US-Dollar entsprach. Bis heute gilt der Bitfinex-Hack als einer der größten Angriffe auf eine Kryptobörse und das FBI konnte sich lange nicht beantworten, wie dieser eigentlich vonstatten ging. Bis jetzt vielleicht. Denn die Spur führte zu einer Wohnung mit 2 Schlafzimmern und 2 Badezimmern im Obergeschoss eines 42-stöckigen Wohngebäudes an der Wall Street. Geschätzter Wert der Immobilie 1 Million Dollar. Und hier wohnten Heather Morgan und Ilja Lichtenfeld zur Miete. Die 31-jährige Heather Morgan bezeichnet sich auf ihrem LinkedIn-Profil als Unternehmerin, Comedy-Rapperin und Investorin. I got rocket growth rate, making cheddar since 1998. You just stagnate. No thanks. What? Razzle dazzle. Außerdem nennt sie sich das Krokodil der Wall Street, rappt bei YouTube unter ihrem Künstlernamen Razzle Khan und zeigt sich bei TikTok, wie sie Gummibärchen mit ihren Füßen isst. Als Gastautorin war sie ebenfalls tätig. Für das berühmte Forbes-Magazin schrieb sie einen Artikel darüber, wie man sich vor Cyberkriminellen schützen kann. Glücklich verheiratet scheint Heather ebenfalls zu sein. Auf LinkedIn bezeichnet sich ihr Mann Ilja als Investor, Programmierer und Technologieunternehmer. Und auch das Thema Sicherheit scheint für Ilja eine ebenso große Rolle zu spielen. So ließ er sich im November darüber aus, dass die wenigsten Menschen wissen würden, wie sie eigentlich ihre Bitcoin schützen können. Wann und wo sich Ilja und Heather kennengelernt haben, ist nicht ganz klar. Laut Berichten der New York Times zufolge soll Ilja aber im Jahre 2019 ein Werbeplakat am Times Square gemietet haben, um Heather einen Heiratsantrag zu machen. Klingt alles nach einem recht angenehmen Leben, zumindest bis es Anfang der Woche plötzlich klopfte und als man die Tür öffnete, das FBI vor der Tür stand. Ermittler hatten seit 2016 nämlich nicht damit aufgehört zu suchen, wer hinter dem Bitfinex-Hack stecken könnte und Ilja und Heather scheinen dabei eine tragende Rolle zu spielen. Um den Fall aufzuklären, verfolgte das FBI jahrelang, was mit der gestohlenen Kryptowährung geschah. Und dies gestaltet sich bei digitalem Geld als gar nicht mal so schwer. Überweisungen von Bitcoin geschehen zwischen digitalen Geldbörsen, sogenannten Wallets. Wenn einer dem anderen sozusagen 20 Bitcoin überweist, ist das in der Blockchain einsehbar. Allerdings geschieht das Ganze nicht namentlich, sondern über kryptografische Schlüssel. Wie viel Bitcoin eine Wallet bekommt, weiß also theoretisch jeder. Wer aber hinter dieser Wallet steckt, weiß in der Regel keiner. Bei einem Bitfinex-Hack war es so, dass zunächst alle 120.000 Coins an eine einzige Wallet überwiesen wurden und von da aus wurden sie dann aufgeteilt. So haben die Täter versucht, die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Wenn aber für jeden einsehbar ist, wo das Ganze hingeht, ist das Ganze nicht so einfach und letztendlich auch nicht gut gegangen. Bei der Rückverfolgung der Bitcoin stießen die Ermittler dann auf Konten von Kryptobörsen, die eindeutig Ilja Lichtenstein und Heather Morgan zugeordnet werden konnten, da diese dort ihre Identitäten bestätigt hatten. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Bei dem daraufhin erlassenen Durchsuchungsbeschluss erlangten die Ermittler auch Zugriff auf den Cloud-Speicher von Ilja Lichtenstein und konnten dort weitere Wallets mit versteckten Identitäten von Ilja Lichtenstein ausfindig machen. Für das FBI waren das dann genug Beweise, um die beiden festnehmen zu lassen. Unklar bleibt allerdings, ob die beiden tatsächlich für den Bitfinex-Hack verantwortlich sind oder ob sie auf andere Weise an diese Bitcoins gelangt
Damit ist. Sicher ist nur, dass sich die beiden nunmehr wegen Geldwäsche vor einem Gericht verantworten müssen. Und dieser Fall zeigt eindrücklich, dass sich die Behörden in den USA und auch hierzulande mit immer neuen Formen der Geldwäsche auseinandersetzen müssen. Aber was ist Geldwäsche eigentlich? Den Begriff Geldwäsche haben wir einem der berühmtesten Verbrecher der Geschichte zu verdanken, dem Boss der Chicagoer Unterwelt Al Capone. Er verdiente Millionen mit dem Schmuggel von Waren, Alkohol und Drogenhandel und illegaler Prostitution. Und um die Einnahmen zu rechtfertigen und das Geld in Umlauf zu bringen, erwarb er ja sehr viele Wäschereien. Und deshalb heißt es Geldwaschen. Denn von Geldwäsche sprechen wir immer dann, wenn die Herkunft von illegal beschafftem Geld verschleiert werden soll. Beispiel: Ich überfalle eine Bank und erbeute dabei 1 Million Euro. Und der Raubzug ging auch tatsächlich ganz gut und das Geld liegt dann erstmal unter meiner Matratze. Dort kann es aber nicht bleiben. Zum einen, weil das kein sonderlich sicherer Ort ist und die Scheine in aller Regel nummeriert sind und dann auch gefunden werden können. Jetzt kann ich aber nicht einfach zur Bank gehen und dort 1 Million Euro in bar einzahlen, damit sich 1 Million Euro Buchgeld auf meinem Konto befindet, insbesondere wenn ich so aussehe. Die Bank wäre dann vielleicht sogar verpflichtet, diese Einzahlung zu melden und früher oder später bekäme ich dann Besuch von den Behörden, die mich dann zumindest schon mal als möglichen Täter in Verdacht nehmen. Daher muss ich mir überlegen, wie ich sonst irgendwie diese 1 Million Euro im Umlauf bringe, umtausche oder zumindest rechtfertige, damit mir keiner auf die Schliche kommt. Ich könnte zum Beispiel ein Café eröffnen und dann nach und nach angeben, dass ich jeden Monat irgendwie 10.000 bis 20.000 Euro verdiene und damit geltend mache, dass ich das Geld nach und nach völlig legal eingenommen habe, obwohl ich tatsächlich gar nicht so viele Kunden hatte. Allerdings würde auch diese Methode sehr, sehr lange dauern und ich müsste das Ganze vielleicht auf mehrere Geschäfte diversifizieren, was nochmal durch vielleicht mehr Personal noch zu mehr Entdeckungspotenzial führt. Viele Kriminelle und insbesondere Clans kommen dann auf die Idee, Immobilien in größeren Städten zu kaufen, aber auch hier werden die Vorschriften immer enger und viele Notare werden schon genau unter die Lupe genommen. Wenn sie beispielsweise einen Grundstückskaufvertrag oder die Übertragung abwickeln, müssen diese diverse Formulare ausfüllen. Andere Kriminelle kommen daher auf die Idee, dass sie sich beispielsweise Kunst kaufen, teure Uhren oder das Ganze zerstückeln und auf mehrere kleine Konten einzahlen, da Banken in der Regel nur verpflichtet sind, ab 10.000 Euro solche Beträge zu melden. All das zeigt, es gibt viele altertümliche Methoden, Geld zu waschen, aber auch immer mehr neue Methoden, wie beispielsweise über Kryptowährung oder sogar, wir hatten es im letzten Video, NFTs. Absolute Sicherheit bietet aber natürlich keine davon und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und auch unser New Yorker Ehepaar hatte sich eine komplexe Technik einfallen lassen, um ihr Bitcoin-Geld zu waschen. You wanna do this. Okay. Heather und Ilja nutzten dafür unter anderem den Darknet-Marktplatz Alphabay, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Laut einem Bericht der Zeit fungierte die Plattform früher als eine Art Coinmixer. Am Ende hat sich dies aber wohl nicht bewährt und die beiden wurden geschnappt. Mittlerweile sind beide wieder auf freien Fuß. Er gegen eine Kaution von 5 Millionen, sie gegen eine Kaution in Höhe von 3 Millionen Dollar. Die Freude über die kurz gewonnene Freiheit könnte aber nicht lange andauern, denn beiden drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Aber das ist nicht so schlimm, Leute. Die beiden können nämlich auch im Knast automatisch Geld verdienen, denn Heather hat natürlich vorgesorgt. Started my company when I was 23 and grew it into a multi-million dollar business with zero outside funding. How did I do it? Automate, eliminate, delegate. In dem Sinne, brech die Regeln, aber wasch kein Geld. Bis nächste Woche. Ciao.